So versammelt ihr euch vor mir, hungrig, verzweifelt, drückt eure Kinder an euch. Kaiser M hier hat seine Legionen in unsere Lande geführt, die Festungen bis zu den blauen Bergen belagert. Tollwütig reißt er Stein um Stein heraus. Männer des Nordens, ihr steht am Abgrund. Eure Könige haben versagt. Nun ruft ihr die Götter an. Und doch fleht ihr nicht. Ihr kniet nicht, streut keine Asche auf die Häupter. Nein, ihr heult. Warum haben die Götter uns verlassen? Dies sind die Proben, die wir einst nicht bestanden. Vor langer Zeit verband sich diese Welt mit einer anderen. Sphärenkonjunktion nennen die Gelehrten den Aufruhr. Die Götter ließen unheilige Kräfte in unsere Domäne. Frucht des Kataklysmus war auch die üble Macht namens Magie. Doch verbannten wir sie nicht, sondern studierten das böse Rätsel. Macht und Wohlstand lockten. Und die Monster auf der Schwelle, die bösen Relikte der Konjunktion? Trolle, Leichenfresser, Werwölfe? Erschlugen wir sie oder überließen wir die Bürde anderen? Sogenannten Hexern. Weisen in lästerlichem Ritual mutiert und in böser Zauberei unterwiesen. Monster sollten sie schlachten, obwohl sie gut nicht von böse unterschieden. Die Menschlichkeit in ihnen war lang erloschen. Wahrlich, es sind nicht mehr viele, die heute noch umherziehen und ihr blutiges Handwerk feilbieten. Doch bis heute beschämt uns ihre Existenz. Der Norden blutet im Krieg unter der Peitsche der Götter für unsere Sünden. Und denken wir auch an die Schrecken von jenseits dieser Welt? Jeden Vollmond zieht die wilde Jagd über den Himmel. Sie entführen unsere Kinder ins Unbekannte. Mancher meint, sie künden von einer zweiten Konjunktion. Finden wir den Weg zurück ins Licht? Können wir die Magier in unserer Welt bannen? Können wir uns um die Wärme des ewigen Feuers sammeln? Die Zeit von Schwert und Axt ist nah. Niemand kämpft diesen Kampf für uns. Die Zeit von Wahn und Verachtung ist nah. Hui! Oho. Hallo! Gott, ich bin ein bisschen zu laut. Ja, herzlich willkommen zu The Witcher 3. Ich wollte das jetzt direkt mal alles so laufen lassen und musste mich auch sehr zusammenreißen. Mal erstmal hier ein bisschen leiser. Vielleicht erstmal Musik. Mal gucken. Sprachausstärke lasse ich mal. So. So. Jetzt haben wir das schon mal. Escape zurück, alles klar. Wir spielen die PC-Version. Man sieht es schon. Und ich schaue einfach mal, wie so die Qualität ist. Wir spielen in, wie immer, normalerweise. Moment. Können wir mal gucken. Ihr könnt ja jetzt mit dabei sein. Ich mache jetzt sowieso eine längere Folge. Ich will euch sowieso noch was erzählen. Und zwar, warum nichts mehr kam. Was ist Anzeige? Keine Ahnung. Randlose Fenster? Vollbild. Geralt ein? Wir machen mal alles hoch, weil... Warum nicht? Wir gucken mal, wie es läuft. Vielleicht läuft es nicht, vielleicht läuft es gut. Hardware-Cursor. Keine Ahnung,
Achso, wir können auch einfach hier höchste. Ich will aber eigentlich im Vollwit. So? Ah! Jetzt weiß ich, was das heißt. Mist. Na gut, da gehe ich halt doch wieder ins randlose Fenster. Ich brauche ja noch meine zweite Anzeige, die wird sonst hier dunkel geschalten und das finde ich nicht so geil. Allgemein, warum gibt es jetzt einen Gamma-Wert? Keine Ahnung. Ah, und das sind die Monitore, die ich aussuchen kann, okay. So, alles klar. Gut, also, warum kam nichts mehr von mir? Also gar nichts mehr? Ja, ich hatte Probleme in der alten WG und habe mir deswegen eine neue Wohnung gesucht und bin jetzt umgezogen und wohne gerade noch so ein bisschen in der Baustelle. Aber das wird sich schon bald ändern und vielleicht mache ich auch, also höchst vermutlich mache ich eine neue WG auf und ja, das ist alles gerade ein bisschen stressig und deswegen versuche ich gerade ein bisschen vorzuproduzieren und nehmt es mir nicht übel, aber ich werde jetzt neu spielen. Oh! Ah! Okay. Wir vibrieren. Was machen wir denn? Blut, Schweiß und Tränen? Das. Wir machen mal das Schwert und die Geschichte. Fürs Display zumindest. Ich werde es sowieso nochmal spielen, weil das Witzige an The Witcher ist. Witcher 2 habe ich noch nicht gespielt. Zumindest nicht durch. Das habe ich nur mal angespielt. Also die Musik fand ich ja schon im Trailer richtig geil. Ich bin gerade ein bisschen erstaunt. Hui. Ach du Kacke. Kettchen.
Hui, so, jetzt soll ich auch mal erzählen, hoffe ich doch. Also das Witzige an The Witcher ist, so wird es zumindest gesagt. Deswegen macht es auch Sinn, dass ihr es überall guckt. Man kann das The Witcher einfach nicht zweimal auf die gleiche Weise spielen. Das funktioniert nicht. Come on. Oh. Okay. Echt jetzt eine Krabbe? Was zum... Das ist keine Krabbe. Du weißt, dass ich das nicht lustig finde. Du sollst dich nicht amüsieren, sondern beeilen. Es ist schon Mittag. Du hast Ciri versprochen, mit ihr zu üben. Geh, sonst langweilt Wesemir sie mit den Radierungen zu Tode. Na dann, bis später. Bis später. Na, ich hoffe, ich brauche dafür keinen YouTube-Filter. Die junge Dame ist das. Ah, schön, ich kann was lesen. Juhu. Wir haben 13 Uhr, es ist klar. Ja, schon 13 Uhr? Nee. Willkommen bei The Witcher 3 Wild Hunt. Dieses Tutorial macht dich mit den grundlegenden Elementen der Spielmechanik vertraut. Alle Nachrichten werden im Glossar gespeichert, indem du ferne, ausführliche Informationen zur Geschichte der Welt und zur Spielmechanik findest. Tutorial-Nachrichten kannst du im Optionsmenü deaktivieren. Leertaste fortfahren. Okay. Ich kann springen. So bewege ich mich. Die Minikarte in der Rechnung und seine aktuellen Standort in der Umgebung, bla bla. Unten drunter ist die aktive Quest. Ah, klar. Alles klar. Finde mit Hilfe der Hexasin den Schlüssel zum Schlafzimmer. Das heißt, Hexasin. Okay, das ist alles wie so ein Fokus. Was haben wir hier? Können wir auch noch untersuchen. Darunter. Du hast keinen Saft mehr. Du könntest mir nach den Übungen noch welchen besorgen. Yennefer. Okay, mit E, also können wir alles interagieren. Da ist das Schlafzimmer. Okay. Dann machen wir mal auf. Wir behalten mal den Witcher sind gerade noch drin, weil ich habe, also wie gesagt, ich habe es halt noch überhaupt nicht angespielt. Ich wollte es direkt mal mit euch testen. Oh, okay, dann halt doch nicht spielen. Der alte Hexer schläft tief und fest. Natürlich verschwand Ciri irgendwohin.
Sie zieht die Praxis wohl der Theorie vor. Hm? Was? Zeit aufzustehen, Meister. Sind die Lektionen so langweilig, dass selbst du einschläfst? Verdammt, sie sollte Notizen zu Ghule und Al-Ghule machen. Ich wollte die Augen etwas ausruhen. Diesen Schinken sollte sie durchackern? Kein Wunder, dass sie verduftet ist. Jan von Brugge ist reizlos, aber verlässlich. Nicht so wie dieser Quatsch, der heutzutage gedruckt wird. Sie trainiert mit den Pendeln, nicht? Wie oft muss ich ihr das noch sagen? Nicht alleine üben. Das bestärkt nur die Fehler. Bring unser Fräulein in den unteren Burghof. Sie will üben? Das kann sie haben. Prinzipiell würde ich sagen... Ich muss zugeben, dass wir sie verwöhnt haben. Wir haben sie verwöhnt? Ich hab's schon immer gesagt. Ciri braucht eine harte Hand. Das hast du gesagt. Aber du hast dich genauso rumkommandieren lassen wie alle anderen. Gut, es ist wohl teilweise meine Schuld. Aber damit muss Schluss sein. Sofort. Man darf das Monster töten nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ciri muss das begreifen, wenn sie eine von uns werden will. Wir sehen uns unten. Von der Grafik her sieht es gar nicht so schlecht aus. Falsch. Ach, darum wolltest du unbedingt üben. Schlag zu. Du bist nicht im Zirkus. Pirouette. Falsch. Beinarbeit. Genug. Runter. Mit Salto? Was glaubst du wohl? Na gut. Augenbinde ab. Du hast noch was vor dir. Deine Reflexe sind immer noch langsam. Für einen Hexer vielleicht. Meinst du, dass Ertrunkene und Striegen Rücksicht darauf nehmen, dass du nicht mutiert bist? Wobei ich an deiner Stelle mehr Angst vor Wesemir hätte als vor jeder Striege. Ihm nicht zu gehorchen, ist unklug. Ja schon, aber das Buch war furchtbar langweilig. Ich weiß. Und du weißt, dass das keine Entschuldigung ist. Tut mir leid. Kommt nicht wieder vor. Besser nicht. Besser nicht. Wesemir hat gesagt, wenn doch, musst du eine Schüssel Nacktschnecken essen. Mit Salz. Genau. Also benimm dich lieber. Na los, wir üben unten mit den anderen. Rennen wir über die Mauern? Ja, na gut. Na klar. Ist das eine Hexerschule oder ein Elfenbadehaus? Wenn du fällst, vielleicht. Leertaste und S. Was habe ich dir übers Atmen gesagt? Durch den Mund im Rhythmus der Schritte. Ciri, lass den Quatsch. Oh. Okay, das war nicht so gut. Hä? Wo ist denn hin? Ah, da runter. Nein! Rennen und springen. Drücke beim Rennen. Hast du Probleme? Soll ich Hindernisse zurückkommen und dir helfen? Okay. Oh Gott, nein! Gewonnen. Ach du Kacke. Das war ungewollt. Oh Mann. Ich wusste nicht, dass es so viel Schaden gibt. Ach du Kacke, ist der falsche Anhob. Aber realistisch auf jeden Fall.
Hast du was zu sagen, junge Dame? Es tut mir sehr leid, Onkel Wesemir. Junges Blut giert nach Abenteuern. Das verstehe ich. Aber wenn du gegen eine Bestie kämpfst, ist Wissen so wichtig wie dein Silberschwert. Du solltest zumindest wissen, wodurch Ghule sich von Alghulen unterscheiden. Durch Zeichnungen ähnlich des in Sirikanien heimischen Panthera Tigris sowie durch die kranke Blässe des Gesichts. Du hast das Kapitel also gelesen. Du hättest trotzdem fragen müssen, ob... Aber du hast geschlafen, Onkel Wesemir. Gott. Also hast du es doch gelesen. Warum sagst du das nicht gleich? Stürz dich nie auf einen Vorteil, sobald er offenbar wird. Warte ab, bis du den maximalen Effekt erzielen kannst. Onkel Wesemirs Worte. Nun, du lernst schnell und bist schlau. Schlau, aber auch hinterlistig. Also, genug geredet. Geralt und ich, Lambert und Eskel, Ciri und die Attrappe. Schon wieder? Nörgel nicht. Nimm dir ein Schwert. Was meinst du? Sollen wir erst die Grundlagen durchgehen oder gleich mit dem Freistiltraining anfangen? Fangen wir mit den Grundlagen an. Wir sollten mit den Grundlagen anfangen. Auch erfahrene Meister müssen die perfekt beherrschen. Und Ciri ist gerade mal eine Novizin. Okay. Zieh das Schwert, Geralt. Gerüstete Ritter, ätherische Erscheinungen, knochenknackende Riesen, Hexer müssen gegen diverse Arten von Monstern und auch gegen Menschen kämpfen können. Dazu benötigen sie verschiedene Waffen und Kampftechniken. Das Hauptwerkzeug des Hexers sind ihre Schwerter. Eins aus Stahl gegen Menschen und Humanoide, eins aus Silber gegen Monster. Jeder Hexer beherrscht außerdem eine einfache Form der Kampfmagie, die sogenannte Zeichen. Es sind nicht so mächtig wie die Zauber von Magiern, können aber rasch wie mit Gesten in einer Hand gewirkt werden. Sehr praktisch in der Hitze des Gefechts. Die Hexerausbildung deckt zudem die Grundlage der Alchemie ab. Hexer wissen, mächtige Tränke, Klingenöle und Bomben herzustellen, um sich auch gegen starke und schnelle Gegner durchsetzen zu können. Was? Okay, eins ziehen. Drücke Z, um ein Ziel auszuwählen und die Auswahl aufzuheben. Wenn du ein Ziel ausgewählt hast, richten sich all deine Angriffe darauf. Du musst beim Kämpfen nicht unbedingt ein Ziel auswählen, aber es kann helfen, einen bestimmten Gegner auszuschalten. Z. Ich bin zu alt für diesen Scheiß. Schneller Angriff. Drücke Z. Mach ich doch. Nicht schlecht. Ich drücke Z, aber es geht nicht. So weiche ich aus, oh mein Gott. Tja, irgendwie. Ah! Schnelle Hiebe! Eins, zwei, drei! Komm schon, komm näher! Es ist also Y, weil. Beim Zuschlagen nie den Ellbogen durchstrecken, junge Dame. Okay, so mache ich einen starken Angriff. Ausweichen! Position, Ciri. Denk an die Beinarbeit. Ha, das geht ja noch. Um einen Hieb auszuweichen, wähle S wie links oder rechts eine Leertaste. Langsam wie eine Fliege in Bernstein heute. Nochmal!
Jetzt zu den Paraden. Ciri, siehst du, wie Geralt das Schwert hält? Den Winkel? Was soll ich denn parieren? Ich kämpfe gegen eine Simuliere jetzt, überlebe später. Konter! Schlag gegen Schlag! Drücke unmittelbar vor dem Angriff eines Gegners, um einen Gegenangriff auszuführen. Okay. Nimm dies! Ich hab dir die Kehle aufgeschlitzt! Das läuft ja ganz gut. Hoffe ich. So, junge Dame. Zum Schluss gehen wir noch ein paar Hexerzeichen durch. Fangen wir mit Quen an. Wähle das Kennzeichen mit aus und aktiviere es mit. Ciri, Quen wird manchmal der Hexenschild genannt. Schau gut zu, dann siehst du gleich warum. Okay. Ciri, Quen wird manchmal der Hexerschild genannt. Schau gut zu, dann siehst du gleich warum. Ciri, Quen wird manchmal der Hexer. Wirke Igni, Geralt. Ich will die Funken fliegen sehen. Igni, okay. So. Okay. Los, auf sie! Siehst du, ohne das Quen-Zeichen stünde ich jetzt in Flammen. Art, Geralt! Na los! Siehst du das, Ciri? Art wirft alles und jeden aus der Balance. Bringt alles aus dem Rhythmus. Zeit für Axi! Verflucht, ich hasse dieses Gefühl. Achso, Axi. Nee, was da? Achso. Okay. Oh. Axi kann dich ganz schön durcheinander bringen. Irden, jetzt. Zeig's ihr, Geralt. Wer will nochmal? Siehst du das, Ciri? Ich könnte mich nicht bewegen, wenn ich es wollte. Wirf eine Bombe. Keine Sorge, Ciri. Quen wird die Explosion dämpfen. Okay. Ich bin drauf. Warte, was soll ich jetzt machen? Gerückt, Ziel auf einen markierten Trainingsfass und lass zum Werfen los. Was werfe ich eigentlich? Gut, das reicht. Wir trainieren nach Belieben weiter. Hey! Oho, dem hast du es aber gegeben, Kleine. Ciri, komm jetzt runter. Der kleine Satansbraten. Sobald sie zurück ist, darf sie alle Schwerter in Kaer Morhen polieren. Hast du den Helm? Ciri? Und ich werde dafür sorgen, dass du kein Schwert vergisst. Was zum... Lese mir.
auf dich, Wasserwolf. Nein! Ja, ich würde sagen, da ist das Spiel abgestürzt.